Hallo YouTuber im Internet und willkommen bei No Man's Sky. Ja, ich hatte nicht schon einiges aufgenommen, auch wie wir hier dieses Schiff bekommen, habe ich euch gezeigt. Und mein Aufnahmeprogramm wollte nicht so, es arbeitet nicht so gut zusammen, anscheinend mit dem Spiel. Die erste Folge hat noch geklappt, aber dann nicht mehr. Gut, ich kann euch mal zeigen, wie man da hinkommt. Gut finde ich, dass das Ding nicht gleich flugfähig ist, sondern auch defekt. Und ganz einfach, ihr kommt hier ins Menü. Dann geht ihr auf Optionen, zumindest wenn ihr das vorbestellt habt, ne? Bonusinhalte einlösen und dann erscheint quasi, kann man drauf gehen, hier das Omega-Schiff, ne? Und dann dürft ihr nicht vergessen, dass ihr noch aus dem alten Schiff, wenn ihr was drin habt, dann alles erstmal hier rüber packt. So, wir schauen mal, was hier defekt ist an der Kiste noch. Also es ist ein bisschen stärker, es hat bessere Waffen schon mal, ne, auf jeden Fall. Und ja, kaputt ist es trotzdem. Wir brauchen also 4 Karit-Platten. Und dafür brauche ich jetzt nochmal Eisen. Deswegen werde ich mal Eisen rüber beamen zu mir. Und was brauchen wir hier? Heredium. Und auch nochmal die Platten. Gut. Dann. Der Kai hat mir den Tipp gegeben, der Mann für alle Fälle. Pass auf. Und zwar musst du dann. Ich habe jetzt keinen freien Platz. Das ist schlecht. Schicke ich doch mal den. Ich weiß nicht, warum ich jetzt so viele Anhänger hier eigentlich habe. Die schicke ich mal, brauche ich es nicht. Ins Schiff rein. Kohlenstoff. Oh, das ist schlecht. Gut, dann produzieren wir erstmal. Und zwar gibt es hier nochmal ein extra Menü zum Produzieren. Das wusste ich nicht. Wie konnte ich die Karitplatte. Ach! Mist! Ich war nämlich da oben bei so einem. Hab da so eine Siedlung entdeckt und da muss man so ein Ding hier reinstecken. Das müssen wir nochmal produzieren. Aber jetzt machen wir erstmal diese Karitplatte. Was übertragen? Ja, sehr doof. Und kriege ich jetzt die Karitplatte hier rein? Da muss ich nochmal ein bisschen was übertragen. Oder kann ich hier was stapeln? Ich weiß auch nicht, was ich mit diesen Dingern hier noch machen soll. Wertvolles Computerteil. Sehr beliebter Handelsgegenstand. Also ich würde es jetzt ungern verkaufen. Ich versuche mal, ob ich die stapeln kann. Macht er nicht. Bewegen und stapeln. Ne, das geht leider mit dem nicht. Tja. Gut, ich kann noch mal ein bisschen Plutonium hier rüber schmeißen. Hier, das kann ich mal rüberhauen. So, und das Tamium. Mhm. Dann mache ich jetzt nochmal eine Karitplatte. Ich bin wieder im Falschmenü. So, nochmal. 2 haben wir jetzt, ne? Was denn hier? Kann ich das auch noch rüber beamen? Zink. Sehr schön. Okay, dann weiter hier. Produkt hergestellt. Produkt hergestellt. Gut. Dann können wir jetzt schon mal die Startschubdüse reparieren. Ich muss mal gucken, wie viel Treibstoff da reinkommt. Okay, Energie ist bei 0. Da hatte die Ausrüstung auch mit Plutonium. Oh, also, weißt du, wie schwer Plutonium zu finden ist? Technologie aufgeladen. Und der Impulsantrieb, Raumflugantrieb, Booster und darf auch Impulsspringer durch. Das zum Laden des Plutonium 9 erforderlich ist zum Aktivieren des RB und RB gleichzeitig geteilten. Okay.
Wir brauchen noch eine Karitplatte und wir brauchen noch Heredium. Ich weiß allerdings immer nicht, ob er jetzt aus beiden Menüs dann das Heredium zusammenrechnet. Die Platte habe ich ja schon. Okay. So, wir gucken mal, ob das Ding anspringt. Habe ich jetzt hier alles soweit? Den brauche ich ja immer noch. Ein Atlas-Pass. Kann ich den irgendwie herstellen? Jetzt mache ich diese Lichtreaktive und druckbeständige Flüssigkeit unversichtbar für die von Raumschiff und X-Wahnsinn. Okay. Warte. Das Überbrückungsteil kann ich jetzt schon nicht mehr, weil ich kein Plutonium mehr habe. Und das, diese Dinger jetzt hier schon wieder. Gut, also Plutonium brauchen wir auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, wie man das Ding fliegt. Ja, aber den Impulsantrieb brauche ich doch jetzt gar nicht. Oder muss ich den reparieren? Schade, geht nicht. Also müssen wir dann noch weiter suchen. Machen wir uns jetzt aber mal auf den Weg. Vielleicht finde ich ja noch dieses letzte Dorf. Da oben war es, ne? Kannst du ja nochmal zeigen. Da hinten, da müssen wir hin. Ja, also ich musste da kämpfen, das war auch rot und so. Und da war auch ein Computer abgestürzt, den habe ich dann wieder repariert. Habe dann da vorher nochmal gespeichert. Ja, komm, das reicht noch. Platin, okay. Iridium. Das brauchten wir doch auch noch. So. Ich spring mal hier runter und wir nehmen da unten die Antriebsdüsen. Ah, vielleicht doch ein bisschen zu spät gedrückt. Auch wenn ich nicht weiß, wie wir das Zeug später noch brauchen werden, ob das dann ein wichtiger... Ah, das ist schlecht. Ja, ist natürlich echt schade, ne? Dass wir keinen größeren Rucksack haben, dass man sich das nicht irgendwie bauen kann oder so. Und ich gleich nochmal unseren Anzug aufladen. Nochmal so ein Vieh hier füttern. Also ich weiß wirklich nicht, was das bringt, wenn du die fütterst. Ob dann einfach auch... Oh, guck mal, die kenne ich jetzt noch nicht da, diese leuchtenden Viecher. Wenn du nämlich so seltene Dinger siehst und die dann überträgst, dann bekommst du halt Geld dafür. Und ich guck jetzt mal... Ach, guck mal. Ja, ach, die haben kleine. Oder? Doch. Hallo? Ach, jetzt bleibt man hier. Komm zu Papa. Jetzt auf die reiten.
Naja, wir haben eine Mission zu erfüllen. Wir wollen ja auch mal von diesem Planeten weg oder wenigstens noch mal ein bisschen fliegen. In unserem neuen Raumschiff. Was soll das schon wieder mit dem Impulsantrieb? Der ist doch repariert, oder nicht? Also wir brauchen noch eine Karibik. Aber wir haben jetzt alles. Ach, okay. Das war das hier. Ja, warum sagst du denn das nicht? Gut, dann gehen wir mal zurück zum Raumschiff und machen das Heine. Oder wir machen es jetzt schon mal Heine. Dann haben wir den Kram gleich. Sehr geil. Ja, du willst auch noch was? Nee, du hast schon was bekommen, ne? Reisemeilenstein erreicht. Sehr gut. Raumschiff repariert. Gut, bin mal gespannt, wie das Fliegen geht. Also nichts wie zurück. Was ist das denn hier? Auch Eise. Und der Planet. Oh, bin echt schon viel gelaufen hier. Habt ihr leider nicht alles mitbekommen. Aber es ist wirklich unheimlich spannend und auch, ich habe so ein paar Höhlen gesehen. Das ist dann da alles am Leuchten, so ähnlich wie hier. Aber es ist, glaube ich, auch nicht einfach, da wieder rauszufinden. Und deswegen konzentrieren wir uns erstmal jetzt auf unser Schiff. Und gucken uns dann den Planeten nochmal ein bisschen an, was es hier noch zu entdecken gibt. Vielleicht auch mal den einen oder anderen Händler. Mal nach unserem Anzug. Klammern wir mal auf hier. So, dann könnten wir auch gleich den Bergbauleser nochmal aufladen. Was ist denn hier mit unserem... Da brauchen wir noch mehr Plutonium. Und der Hyperantrieb, was braucht der eigentlich? Ja, der auch mit der Warpzelle. Okay. Wo kriegen wir denn eine Warpzelle her? Da, Warpzelle. Antimaterie. Tja, Antimaterie habe ich hier noch gar nicht drin. Vielleicht kann man die auch kaufen. Aus Minus. Guck mal, wie die Temperatur runtergeht, es wird jetzt Nacht. So, unser erster Flug steht an. Zum Starten. Was? Warte mal, ich muss noch mal kurz... Ich bin mir nicht sicher... Weil ich ja nicht weiß, ob der das richtig gespeichert hat und so, ob wir jetzt hier alles richtig angenommen haben. Ne? Ich will mir ja diesen Weg zeigen lassen. Und deswegen lassen wir uns hier so ein bisschen führen. Man kann also Freispiel auswählen oder sagen, hey, nehme ich hier mal so ein bisschen an die Hand. Und das wollen wir ja. Okay. Und jetzt wollen wir trotzdem mal gucken, wie fliegt man. RT, ich frage mich wieso immer, was ist eigentlich die RT-Taste? Ah.
Hey, nun lass mich mal fliegen, ich sehe doch nichts. Stadtschutz ist bei 21%. Artikel, was? Raumschiff entfernen, Artikel mit TS hochfliegen, um die Atmosphäre zu verlassen. Nee, ich will noch ein bisschen runter. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen Plutonium mitnehmen. Und vor allem, was ist denn das da unten? Das ist so ein Turm irgendwie. Und wie kann ich landen? Tja, da steht, wie du hochfliegst, aber nicht, wie du landest. Warte mal, ich habe eine Idee. Wahrscheinlich dann doch einfach mit der Dingstaste. Nee. Oder ist es hier kein Landeplatz? Ankunft in 11 Sekunden. Ich möchte landen. Ja! Oh Mann, ey, jetzt können wir fliegen und. Niemand weiß, wie es runtergeht. Und wenn ich jetzt einfach nach unten ziehe weiter? Geht nicht runter. Gut, YouTube. Ich guck mal, wie ich es hinkriege und melde mich dann wieder. Macht's gut, ciao.